Hallo meine Freunde, Zarok hier mit seinem 2 Jahre YouTube-Special. Das nehme ich jetzt übrigens das zweite Mal auf. Ich habe es erst gerade eben mit dieser dollen Kamera versucht. Allerdings war das nicht ganz so erfolgreich. So, ich möchte mich einmal zeigen, wie ich so aufnehme. Und da haben wir nämlich hier einmal Mi PC und Mi Konsole. Den Ton nehme ich übrigens gerade über mein Headset auf. Dann haben wir hier meine Super Nintendo mit Super Mario World drin. Für den No Death Run ist das aktuell da drin. Muss ich mal wieder neu aufnehmen. Also ich bin noch nicht durch, keine Sorge. Ah, die Wii. Dann haben wir hier. Ja, oder? Little Nemo, The Dream Master. Ja, kann man erkennen. Ist okay. So. So. Dann haben wir da hinten Kabelwirrwarr. Die PlayStation 2. Bin gerade mal aus meinem tollen aus dem Stuhl aufgestanden. Sehen werdet ihr mich übrigens nicht. Also, eigentlich nicht. Ihr werdet nur meine epische Hand sehen. Blablabla. Die PlayStation 2 mit einem Zettel drauf, ja. Hier hinten. Schön. Da ist, glaube ich, aktuell das Nintendo dran. Also das Super Nintendo. Dann haben wir hier unten den Wii-Anschluss. Den habe ich auch mit einem. Ups. Mit einem 5-Ader-Kabel dran. Dann ist das Door da angeschlossen. Das ist noch alles mögliche andere an der Krempel. Und zum anderen die Bildschirme. Da oben liegt mein Gamepad. Da ist eins von Speedlink. Speedlink? Keine Ahnung. Steht da irgendwas drauf? Strike to Silver. Von Speedlink. Jo. Ein Speedlink. Gamepad. Da sind ganz viele Ordner. Die gehören zu meiner Schulung im Moment. Meine beiden Bildschirme. Maus, Tastatur. Becher, aus dem ich trinke. Knabberzeug. Handcreme. Monkey Island. Eine verschweißte World of Warcraft Gaming Card. Dragon Age Origins, die Ultimate Edition. Dann habe ich gerade eben aus meinem vorherigen Aufnahmeversuch, ich muss mal hier Licht anmachen. Hier ist ein bisschen rechter Ding. Geh an. Warum schon? Drecks Energiesparbirne. Ma, reicht. Locker, locker reicht das. Dann kann ich mal kurz hier dran vorbeigehen. Da haben wir einmal Shaman King, Spirit. Das ist von meiner Schwester, nicht, dass ihr vorher fragt. Das ist Pokémon Rubin. Pokémon Feuerrot. Das ist unheimlich toll, wenn man auf den Bildschirm guckt und dann greifen möchte. Pokémon Saphir. Pokémon Feuerrot. Dragon Ball Z, das Erbe von Goku. Duel Masters. Falls sich noch jemand dran erinnert. Ja, mein Headset rutscht. Herrlich. Falls sich noch jemand dran erinnert, ist ein Kartenspiel, so ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Oder. Wie heißt es? Magic? 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 Magic. Genau. Yu-Gi-Oh! Der Tag des Duellanten. Ist natürlich jetzt. Ist übrigens mein Handy, womit ich gerade aufnehme. Das hat eine bessere Bildqualität als die Kamera von meiner Schwester. Geil. Der Gamebuster. Deluxe. Cheat-Modul auf gut Deutsch. Ein Nintendo DS. Eine leere Box, wo eben die ganzen Spiele drin waren. Und mein Headset rutscht wirklich, das ist gerade zum Kotzen. Kabelkram, Kabelkram. Ein silberner Game Boy Advance. Ich habe gerade kurz den Namen vergessen. Da haben wir Nintendo DS-Spiele. Kommen wir gleich noch zu. Dungeon Dice Monsters. Auch aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum. Pokémon Trading Card Game. Komm mal her. Pokémon Blaue Edition. Ist noch eine der ersten Auflagen. Direkt nach dem Erscheinen haben wir die gekauft. Die rote ist leider inzwischen verschollen gegangen. Pokémon Kristall. Und Yu-Gi-Oh! 4 Worldwide Edition. So. Ein zweiter Nintendo DS. Das ist meiner. Einer der allerersten. So sieht er auch inzwischen aus. Also. Es gab sie wirklich mal in so dick. Und man konnte Game Boy Advance Spiele auf ihn spielen. Das
das Pokémon Smaragd drin. Hier oben haben wir, was erkennen kann, schwarz. Pokémon, die schwarze Edition. Haben wir hier einen leeren Adapter. Wo ist denn der volle? Da ist der volle. Mit Pokémon Gelb drin. Und dem Namen meiner Schwester. Haben wir die Game Boy Advance Lupe mit Beleuchtung drin. Ich habe wirklich allen möglichen Scheiß. Also eine Beschriftungsmaschine, die interessiert aber nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das gerade mal mit dem Headset-Kabel mache. Ey, ey, so. So. Mein Bett. Mit Kram drauf. Halten wir das Ganze mal so. So, ich habe mich jetzt übrigens hingesetzt. Da haben wir Zelda. Ich will keinen Zoom. Obwohl, Zoom. 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 Yay. Zelda Skyward Sword. Xenoblade Chronicles. Beides schön in der Collectors-Version. Mal wieder rauszoomen. Haben wir hier einen E-Spec, den ich mal kurz wegschmeißen werde. So. Machen wir hier mal auf. Den haben wir hier. Imagine Studio. Für Video, Audio, Foto, Musik, CD, DVD und Blu-ray-Disc-Bearbeitung. Das ist übrigens das Programm, was ich benutze, also Sony Vegas, das Movie Studio. Im Info, das kostet so um die 100 €. Also 70 bis 100 € müsst ihr dafür zahlen, wenn ihr das haben wollt. Dann haben wir hier Herr der Ringe, das Hörspiel, noch auf. Das habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Da gab es sowas noch. Audio-Musikkassetten. Also keine CD. Ich sollte vielleicht die Kamera mal gerade halten. Haben wir hier Spieleanleitung. Und auch noch. Das haben wir damals rot gemacht, was die rote Edition war. Sehr schön. Pokémon Rot, das war noch eine richtig schöne Spieleinleitung. Und den habe ich inzwischen nicht mehr. Das ist der ganz alte Gameboy. Aber irgendwo, ich glaube, in dem Zimmer müsste noch irgendwo ein Gameboy Color rumfliegen. Aber hier Mohun und Mohun. Einmal Mohun Fun Games und einmal Mohun 3. Domino Day. Kram, Krempel. Was ist das noch? Pur Gaming. Das war bei meinem Headset dabei. Das kann ich ja vielleicht mal zeigen. Was ist denn da alles nochmal drin? War doch vom Headset, ne? Das ist. Hä? Aber einmal die CD dazu. Und einmal die Gebrauchsanweisung in 1000 Sprachen. Yay. So, ja, muss ich gleich wieder einräumen. So, dann haben wir. Oh ja, das kann man viel besser lesen als gerade eben mit der anderen Kamera. Nur zur Info, die vier Spiele sind nicht von mir, die sind von meiner Schwester. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4, Naruto Ultimate Ninja, Disney Single und Naruto Ultimate Ninja 3. Worms 4 für PlayStation ist halt. Ja. Ein 3D-Worms-Spiel. Star Wars Teil 2, Lego. Die klassische Trilogie. Star Wars The Old Republic. Meiner Meinung nach das beste Online-Rollenspiel, was bisher erschienen ist. Das schließt WoW bei mir mit ein. Ich habe auch mit WoW aufgehört, weil es einfach total eintönig wurde. Dann haben wir hier noch Krams. Das sind noch Computerbild-Spieleklamotten. Zups. Rollercoaster Tycoon. Teil 3, Deluxe. War halt da drin. Ist auch Command & Conquer 3 dabei. Habe ich noch nicht einmal installiert. Ich habe nur Rollercoaster Tycoon mal gespielt. The Elder Scrolls. Hoppala, verschlucke ich mich hier noch. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ein Casual Game. Darkness Sky. Habe ich nie installiert. Für ein Casual Game, aber ganz interessante Grafik. Naja. Dann haben wir ja das beschissenste Yu-Gi-Oh! Spiel aller Zeiten. Forbidden Memories. Es ist schlecht.
Vielleicht werde ich da irgendwann mal was zu zeigen, wenn ich irgendwie ein Hassvideo von mache. Oder so meine schlechtesten Spiele. Da wäre das dabei. Ganz sicher. So, eins meiner ersten PlayStation 1 Spiele. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Dann war Digimon Rumble Arena. Dragon Ball Final Bout. Ein ganz gutes Beat'em'up. Nur die Attacken sind ein bisschen schwierig einzugeben. So, Final Fantasy 9, mein Lieblingsteil. Bisher. Und auch eins meiner Lieblingsrollenspiele. Final Fantasy 7 steht bei mir knapp unter Final Fantasy 9. Ist auch ein sehr schönes Spiel, auch wenn es einiges an Macken hat. Und ganz im Ernst, es hat wirklich Macken. Vor allen Dingen die Minispiele. Glaubt es mir. Ruskal. Was ist das für ein Spiel? Scheint irgendein Pseudo-Adventure. Kein Plan. Habe ich nie gespielt. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal geschenkt gekriegt. David Beckham Soccer. Genauso. Dann haben wir hier noch Digimon World. Das habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Dreimal dürft ihr raten, was ich das nicht kann. Genau. Durchspielen. Das ist noch Demogramm, Demogramm. Uninteressant. Haben wir noch weiter in Super Meat Boy. In der Bluebird Edition. Ist halt billiger gewesen. Budokai Tenkaichi 2. Ist auch ein sehr schönes Beat'em Up. Das lege ich direkt wieder weg. Final Fantasy 10. Ich mag das Spiel absolut nicht. Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Haben wir noch. One Piece Unlimited Cruise 1. Der Schatz unter den Wellen. Habe ich schon durchgespielt. Ist ein sehr geiles Spiel. Ist übrigens ab 12. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Dann haben wir ja Ultimate Cruise 2. Das Erwachen eines Helden. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht durchgespielt. Ich weiß nicht warum. Irgendwann, ich glaube bei einer vierten Insel kam ich nicht weiter. Die Legende von Aang. Das war besser als der Film. Link's Crossing Training. Wii Sports Resort. World Sport Party. Ja. Ich glaube, da braucht man sogar die. Braucht man die Motion Plus dafür? Nein. Donkey Kong Country Returns. Auch sehr schön. Dann haben wir hier Super Mario All-Stars und die 25 Jahre Jubiläumsedition. Dann haben wir hier, was man vorhin gar nicht erkennen konnte. Ja, jetzt geht's wunderschön. Skyrim. Dann haben wir Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Tarzan Freeride. Habe ich durchgespielt. Ist ein ganz nettes Jump'n'Run. Hat da so ein paar sehr knifflige Stellen. Mario Party 5. Mario Kart Double Dash in dem. Das Rennspiel, in dem ich so gut wie unschlagbar bin. Donkey Kong Jungle Beat. Hab ich einfach mal geschenkt gekriegt. Ich habe die optional mit. Man sollte es nur damit spielen. Weil die Steuerung für. Ja, für den Controller ist etwas beschissen dabei. Super Mario Sunshine. Habe ich auch erst, ich glaube, vor einem halben Jahr wirklich durchgespielt, weil ich bei einem Level nie weiterkam. Bei dem Manta-Level. Wer weiß, was ich meine. Tetris Worlds. Halt, Tetris für die GameCube. Habe ich eigentlich nur gekauft, aus dem einfachen Grund, weil da eine, wenn man es sehen kann. Wo ist es denn? Da war doch bei. Ja, man kann es. Ich mach mal die Hülle auf. Moment. Da kann man es sehen. Da ist das Spiel. Das glaube ich bis jetzt nur einmal in der GameCube drin war. Da war eine Memory Card mit drin. Das war mal kurz 10 Euro billiger, als wenn ich die Memory Card einzeln gekauft hätte damals. Oder 10 Mark, ich weiß gar nicht, was das. Gab es die GameCube schon zu Marktzeiten? Ich weiß das gar nicht mehr. Eins der besten Pokémon-Spiele aller Zeiten: Pokémon Kolosseum. Knapp dahinter: Pokémon XD, der dunkle Sturm. Einfach nur, weil die Story komplett anders ist als in anderen Spielen. Final Fantasy XII habe ich bisher nicht
Also bisher nur angespielt, nicht ganz durch. Ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde gespielt oder so, da wovon dann Viertelstunde Intro war. Sieht aber sehr nett aus. Mal gucken, ob ich vielleicht spiele ich das demnächst irgendwann mal. Ja, war Müll. Warum auch immer der da drin ist. Da haben wir noch ein paar leere Gamecards. Die habe ich aufgehoben, weil man halt auf CDs reintun kann. Space Ranger 2 Dominators. Keine Ahnung, wo daher das kommt. Da haben wir noch. Na. Ach, egal. Tue ich gleich rein. Haben wir noch Torchlight aus der Computerbild. Habe ich bisher, glaube ich. Ich wollte es spielen. Ich habe es sogar installiert. Ich habe es bloß noch nicht gespielt. Caesar 4. Dann das beschissenste Online-Spiel, was es gibt. Star Trek Online. Und ich habe mir natürlich einfach so mal beim Headstart den ganzen Krempel dabei bestellt und habe dann festgestellt, dass das Spiel totaler grottig ist nach 2 Wochen. Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Yui's Destiny. Auch ein sehr schönes Spiel. Für zwischendurch mal alleine. Schlacht um Mittelerde 2. Sehr geiles Strategiespiel, finde ich. Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Das ist das Add-on dazu. Und Schlacht um Mittelerde in der Classic Edition von EA. Ist ganz schön schwer. Warum denn? Ach, weil da noch der Batzen an Papier drin ist. Die ganze Werbung und alles. Naja. Dann haben wir. Ich nehme schon eine Viertelstunde auf. Wahnsinn. Warcraft 3. Rage of Chaos. Mit der Erweiterung Thousand Throne in der Best-of-Edition. Sehr schönes Strategiespiel. StarCraft 2. Wings of Liberty. Der Brutalmodus ist übel in dem Spiel. Vor allem, wenn man nicht regelmäßig spielt. So, gehen wir da rein. Dann noch Casual Games. Die hole ich erstmal nicht alle raus. Super Slam. Also Shrek Super Slam. Heinzel Hunters. DTM. Racing habe ich nie installiert. Und Dragon Ball, sag ich schon. StarCraft. StarCraft. World of Warcraft. So rum. Also World of Warcraft. Burning Crusade. Dann zweimal Lich King. Einmal von mir und einmal von meiner Schwester. Und einmal Cataclysm. Dann geht es weiter. Hier oben in dem anderen Regal. Donkey Kong Country. SimCity. Schmeiß weg. Zelda. International Superstar Soccer. So geht das Spiel los. Extrem geil. Dann irgendein Footballspiel, was ich nie gespielt habe. Versucht habe zu spielen, es nie kapiert habe. Street Racer, ein Mario Kart Klon. Da halte ich übrigens gerade den Namen drauf, weil da mein Name drauf steht. Das muss jetzt nicht jeder erfahren. Super Star Wars Return of the Jedi. Auch sehr geil. Und mein erstes Spiel, was ich je hatte, Smash Tennis. Dann geht's weiter mit dem. Na kommst du. Na, komm her. Mit dem Super Game Boy. Mit Wario Land 2 drin. Die hole ich jetzt mal nicht alle raus. Metroid Prime Hunters First Hunt ist die Demo, die beim Nintendo DS dabei war. Mario Bros. 2, Mario Bros. 1 und die Dreier-Dist. Mit Mario Bros. Tetris und Soccer. Siedler 3 Gold Edition habe ich nie ans Laufen bekommen. Na, hier hole ich das aber nicht alle raus. Die kennen ja wohl all die Covers hier, ne? Pokémon Pearl, Pokémon Schwarz, Pokémon Diamant, Yu-Gi-Oh! Okay, den hole ich raus. Yu-Gi-Oh! Stardust Accelerators, World Championship 2009, der komplette Titel. Meiner Meinung nach das beste Yu-Gi-Oh! Spiel, was ich bisher gespielt habe. Einfach weil es einen Story-Modus hat und also vernünftigen Story-Modus und also die Spielumsetzung ist sehr gut. Spider-Man 2 und auch eins meiner Lieblings-RPGs, Chrono Trigger. Sehr schön. Mit von, wie heißt er? Akira Toriyama, dem Macher von Dragon Ball, mit Artworks davon. Pokémon Soul Silver. Das beste Pokémon-Spiel. Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour und Yu-Gi-Oh! World Championship 2009. Naja, sind auch ganz okay. So. Sonst noch was? Ich habe schon wieder Chaos. Habe ich dir eben erst aufgeräumt in der letzten Runde. Ich muss mal hier aufstehen. So. Jetzt ziehe ich mir hier schon meinen Schuh aus. So. Das hatten wir noch nicht. Wenn ich jetzt was doppelt mache, ist egal.
Da wird übrigens gerade meine Stimme aufgenommen von Audacity. Blablabla. Yay. Ja, du bist runtergefallen. Das sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil es nicht hell genug ist. Der Classic Controller aus der Collector's Edition von Xenoblade Chronicles, angeschlossen an den Wii Controller aus der Collector's Edition von Zelda. So muss gespielt werden. Dann haben wir hier Super Mario Galaxy. Versuche ich aktuell durchzuspielen. Also 100%, damit ich Luigi freischalte. Und hey, ja, Zelda Skyward Sword. Ja. Nur leider ist hier Twilight Princess drin. Und in der Twilight Princess Hülle ist Skyward Sword drin. Und die Twilight Princess Hülle ist weg. Ist das nicht genial? Super Smash Bros. Brawl. Ja. Sehr geiles Spiel. Kann ich auch online spielen. Aber ich kenne im Moment niemanden, der mit mir online spielen möchte. Metroid Prime Trilogie. Okay. Xenoblade Chronicles. Muss ich den Tag auch nochmal wieder aufnehmen. Bin ich gerade am Trainieren drin. Metroid Other M. Das Spiel ist meiner Meinung nach total unterschätzt. Es ist einfach nur geil. Ich finde es einfach nur geil gemacht. Es ist nämlich, kann ich auch mal kurz was zu sagen. Es ist für mich wie eine Mischung aus Metroid Fusion und Super Metroid. Ehrlich gesagt. Einfach wegen der Story, die in Metroid Fusion so stark vertreten war. Und wegen der Atmosphäre. Es ist unglaublich genial, dieses Spiel. Finde ich auf jeden Fall. Meinungen gehen auseinander. Sonic Colors, auch ein sehr geiles Spiel. Dr. Eggmans Freizeitpark. Ja, den haben wir schon abgerissen. Dann haben wir hier noch Battlefield 2142. Warum ich mir das gekauft habe, weiß ich immer noch nicht. Und Magicka. Habe ich, glaube ich, sogar aktuell auf dem PC installiert. Also, wenn man Lust hat zu spielen, kann mich ruhig mal anschreiben. Können wir ja vielleicht mal zusammen zocken. Ich habe es übrigens noch nie ganz durchgespielt. So, den Kram mal wieder rein. So. Haben wir hier unten noch Kram drin. Nunchuck. GameCube Controller. Ganz unten ist noch ein Scanner dran. Herrlich. Das hatten wir schon, ne? Dragon Age und Monkey Island hatten wir, glaube ich, schon. Knabberkram. Umgekippter Becher, der zum Glück leer ist. Ja, das weißt du. Da haben wir noch meine externe Festplatte. Da war ein Kalender von World of Warcraft. Die Artworks sind einfach nur geil. Da haben wir meinen Hintergrund. Und wenn man jetzt sieht, oh mein Gott, nein. Er hat Minecraft. Wie kann das nur? Wie kann er es wagen, Minecraft zu spielen und es nicht aufzunehmen als LP? Jetzt könnte er sowas von vergessen. Das wird nie kommen als LP bei mir. So. Das wär's eigentlich mit dem Special Lore. Mit dem Special Lore, ja genau. Ich nenne es Special Lore. Nicht Special, sondern Special Lore. Nein. Das ist das Special zu 2 Jahren. Zarok auf YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was dazu machen werde. Wenn, dann wisst ihr das schon, weil er davor kam, oder ihr wisst noch nicht, was jetzt danach kommt. Ich sage jetzt einfach mal, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.